So, da sind wir wieder. Mal gucken, was heute bei Krypto so los ist. Und helfen wir ihm mal, die Menschheit zu erobern. Los geht's. So. Was geschah mit Krypto 136? Whatever happened to Krypto 136? Ja, starten wir mal die Mission. Heißt, setzen wir sie fort. Oh, irgendwie gefällt mir das Bild und ist es im Hintergrund. Ach, du liebe Zeit. Ist es im Hintergrund ein Atompilz? Mir schwant da etwas. Das sieht nach Spaß aus. Ja. Jetzt sollten wir herausfinden können, was mit Krypto 136 passiert ist. Bis jetzt zeigen mehrere radioaktive Bereiche in deiner Nähe an, aber einer davon sieht wie ein besonders guter Kandidat für eine Absturzstelle aus. Ich bin dran. Wenn einer dieser Affen mich nur mit einem haarigen Finger berührt, verpasse ich ihm ein zweites Arschloch. Sehr sympathisch. Halt. Also ich habe mein Raketendings gar nicht an, ja. Was ist hier los? Ich will die Sergeant Jock sein. Oh, dummer Pfeil! Wer ist denn? Los für euch! Los! Ist definitiv hier abgestürzt. Hast du sein Schiff gefunden? Ein paar Einzelteile. Es ist größtenteils zerstört. Nur hier ist die Krone, die du die Menschen getroffen hast. Und? Die Affen haben das Schiff wahrscheinlich an ihre Esel gespannt und es zurückgeführt und aufgezerrt, um es wie einen Gott anzubeten. Tja, heute irgendwie übel Geistlaune. Tja, dem geht's gar nicht gut. Bergefuronische Technologie. Ah ja. Aber sowas von. Ich liebe mein Land. Ich liebe unsere Flucht. Oh,
Hey! Shit, wir sind drei tot. Roter Angriff zerschlagen. Unsere Jungs fanden Kommunistenspiel und treten ihn zurück zum. Ah, mei. Böse. Ja, wir sind heute auch böse. Ich bin dran. Wenn einer dieser Affen mich nur mit einem haarigen Finger berührt, verpasse ich ihm ein zweites Arschloch. Oh, wo kann ich denn die Waffe wechseln? Abgestürzt. Hast du sein Schiff gefunden? Ein paar Einzelteile. Es ist größtenteils zerstört. Der kirchliche Wohnen in Technologie, die Menschen hervorbringen. Und? Du Einzelsatz. Die Affen haben das Schiff wahrscheinlich an ihre Esel gespannt und zurück zu ihrem Kuhdorf gezerrt, um es wie einen Korb zu bitten. Beweg dich! Ah, hab ich nichts mehr. Ja, schon gut. Hey! Ja, toll! Oh. Mal. Ist nicht so einfach. Ich bin dran. Wenn einer dieser Affen mich nur mit einem haarigen Finger berührt, verpasse ich ihm ein zweites Arschloch. Mein Kleinwüchsiger! Nein! Ein außerirdischer Angriff! Jetzt bist du dran, Kleiner! Rückwärts! Recall the Mixer! Kleine, grüne Mixer!
136 ist definitiv hier ab. Ein paar Einzelteile. Es ist größtenteils und die Abmachende wird wahrscheinlich auf ihre Eltern gespannt und ist zurück zu ihrem Wohnhof gezerrt, um es wie ein Wort anzugeben. Ah, Mann! Stärker als die Matte. Ich bin dran. Wenn einer dieser Affen mich nur mit einem haarigen Finger berührt, verpasse ich ihm ein zweites Arschloch. Das ist nicht der richtige Tag, um mit dem Schuhcremeschnüffeln aufzuhören. Schuhcremeschnüffeln? Magst du den Geschmack von Blei? Was ist das? Oh, ein Kleinwüchsiger! Toll. Das hat jetzt angeklappt. Ich wette, du wirst. Du bist tot, Kleiner! Es ist, als wäre er unsichtbar. Was hast du herausgefunden? 136 ist definitiv hier ab. Hast du sein Schiff gefunden? Ein paar Einzelteile. Und? Rette Crypto 136. Die Abmachende wird wahrscheinlich an ihre Esel gespannt und es zurück zu ihrem Kuhdorf gezerrt, um es wie einen Gott anzunehmen. Immer schlimmer. Doch, da wird's immer schlimmer. Da, das ist. Es wird ziemlich schwer, sich da zu erholen. Da muss ich. Ja, ah, Scheiße. Ja. Warum hab aber ich hier nicht meinen Raketenanzug oder so? Das ist komisch. Ich bin dran. Wenn einer dieser Affen mich nur mit einem haarigen Finger berührt, verpasse ich ihm ein zweites Arschloch. Thank you.
Legen wir los! Ich muss weg! Es geht nicht! Es geht gar nicht mehr! Der kirchliche Throne der Technologien, die die Menschen gefunden haben könnten. Und rette Krypto 136. Die Affen haben das Schiff wahrscheinlich an ihre Esel gespannt und es zurück zu ihrem Fundort gezerrt. Um es in alle Knochen zu tragen. Ei, ei. Du bist auf ein ganz schöner Arbeit. Shit. Was kann... Ah, ich krieg gar keine Gelegenheit, mich zu erholen. Pass auf, wo du wegläufst. Ja. Oh, wo kommen die noch her, alle? Okay, jetzt bin ich wieder aufgeladen. Ich muss in die Richtung. Okay. Kann ich da hin? Ah. Piraten? Wie soll ich da den Weg kommen? Scheiße! Ja, hey! Nicht frech werden! Ah. So wird das nicht. So wird das nix. Shit. Okay, wie kommt man da rein? Hm.
kommt mal da rein. Hey! Irgendwie nicht weiter. Wie soll ich da reinkommen? Es sind zu viele Gegner. Also ich habe die Gefahr, dass ich mich wiederhole, aber ich bin zu doof für solche Spiele. Das ist so ein cooles Spiel, aber ich bin zu doof. Ich check irgendwie nicht, bis... Oh, was ist denn das? Muss man da mal hingehen? Ich check irgendwie nicht, wie man dann da weiterkommen soll. Halt auch, es sind halt auch wirklich enorm viel Gegner. Was ist das? Alles ist abgesperrt. Man bekommt halt auch keine. Hä? Boah, wie cool! Ach, wie cool! Aber da müssen wir noch gar nicht hin, gell? Ja, das ist diese ganze Area. Also, 51-Verschnitt. Aber wie kommt man da rein? Und warum habe ich meinen Raketenanzug nicht? Also den, Raketenrucksack nicht. Da kann ich einfach drüber fliegen. Was? Ach, wie cool. Guckt euch mal diese Flugzeuge an. Ja, aber da müssen wir hin. Die Frage ist wie? Wie komme ich da rein? Und warum wird nicht einfach zwischengespeichert? Die sind eindeutig hinter der Grenze. Es muss doch einen Eingang geben. Da ist alles abgeriegelt. Ich krieg aber auch keinen Tipp, was ich machen kann. Der da oben, der sieht mich dann. Was ist, wenn ich ganz außen rumlaufe? Ich mach das bestimmt total verkehrt falsch. Wie gesagt, ich bin zu doof für sowas. Gucken uns mal die Flugzeuge an. Cool. Möglichkeit, sich zu tarnen, habe ich auch nicht. Weil einfach zu viel Gegner da sind. Da, das ist ein Never-Ending-Dings, da kommt man auch nicht rein. Sperrgebiet.
das ist zu. Das ist zu, das sind wir mitten in der Wüste. Oh. Jetzt bin ich drin. Und dann bin ich tot, oder? Was ich machen könnte, ne? Oder was ich machen soll, dass es weitergeht. Sonst wird man doch immer mit irgendwelchen Tipps voll gelabert. Aber, oh, guckt euch das mal an. Ich werde wieder sterben, oder? Ich verlaufe mich und dann werde ich erwischt. Ach du Schande. Mit R geht es, gell? Ja, Ich hab echt die Schlotte vorne von dem Hund. Die mit einer Zahnbürste, wenn ich dem General sagen würde, er soll die Klappe halten und weitergehen. Sag mir jetzt nicht, es geht von vorne los. Wo könnten die Menschen Krypto 136 gefangen halten? Sieh nach, ob einer dieser Militäraffen mir darüber weiß. Oh, Gott sei Dank. Okay, scanne Gedanken auf der Militärbasis. Na, zumindest haben wir jetzt das geschafft. Ich muss mich erstmal. Ach, das sind zu viele Gegner. Aber war cool mit der. Oh. Was machst du denn? Das wird. Meine Theorie wäre die folgende: Quantenphysik ist Bockmist. Bohr kann sich gehackt legen. Ich wisch mir mit seiner Theorie den Hintern ab. Wie konnte es denn dieser Bohr? Pass nur auf,
Aber bin ich jetzt bald tot? Aha. Ne, mit R geht es ja, gell? Oh. Halt, ich muss ja in die Richtung. Bleib ich jetzt so, oder was? Ach Gott, ich muss in das Ding wieder... wieder rein, ne? Sie kam! Ich könnte zurück an die Arbeit gehen. Aber wenn ich diesen Wurm noch einmal... Ich hab echt die Schnauze voll davon, diesen dämlichen runden Haufen kommunistischen Metalls für die Anzugträger zu bewachen. Sollen sich doch einschmeißen und daraus gute, harte, amerikanische Munition gießen. Die schießen schon mal wieder auf mich. Hallo? Nein! Es gibt bestimmt einen anderen Weg da rein, aber ich sehe keinen. Okay, ich scanne Gedanken auf der Militärbasis. Also wenn der Balken voll ist, dann wissen wir in Anführungszeichen mehr. Ja, Sperrgebiet. So weit war ich auch schon. Gehen wir mal wieder zu den Flugzeugen. Die schon ziemlich cool sind. Oh je. Also ich befürchte, dass die ganze, dass das alles in die Luft gejagt wird, oder? So schön versteckt halten, das sind schon ein paar. Ich hätte eine intensive Putzparty mit einer Zahnbürste, wenn ich dem General sagen würde, er soll die Klappe halten und weitergehen. Vorbei an dem abgestürzten UFO, das wir hier bewachen müssen. Diese Majestic-Typen, gute Güte. Diese Majestic-Festung liegt nach dem Order, an dem sich Victor 136 festhalten. Fliegende Untertassen sind so real wie die, die in diese Basis abgestürzt ist. Ach Gott, bringe ihn die Majestic-Dings vor. Alles vor der Öffentlichkeit geheim. Aber... diese Sache mit, was du nicht weißt, macht dich nicht heiß, läuft für mich so gut. Ach du Scheiße. Ja, 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 ja. Mit F, mit F. Okay. Oh. Zeit. Shit. Nicht wieder. Nein! Wow! Scheiße! Ja. Das ist jetzt wieder außerhalb vom dem Sperrgebiet. Ah, toll!
Ja, wenn die aufhören würde, auf mich zu schießen, wäre das schon toll. Und wenn ich meinen Rakete-Rucksack hätte? Ja, toll. Super. Ich bin ein Alien, wo kein Schutzschild hat. Das ist nicht so wie bei Krieg der Welten, wo die Aliens ein Schutzschild haben. Oh, toll. Was? Das habe ich doch schon gemacht. Och nee. Das ist jetzt echt nicht fair. Legen wir los! Wo sind denn die? Ich hab echt die Schnauze voll davon, diesen dämlichen, runden Haufen kommunistischen Kreis für den Anzugträger zu bewachen. Wollen Sie es doch einschmeißen und daraus gute Haute. Ich hätte eine intensive... Fliegende Unterrichten sind so real wie die, die in dieser Basis abgestürzt ist. Majestic hält da tatsächlich alles vor der Öffentlichkeit geheim. Aber diese Sache mit, was du nicht weißt, macht dich nicht heiß, läuft für mich so gut. Okay, jetzt muss ich wissen, wie ich hin... Ah, okay, ich muss in die Richtung. Vielleicht kann ich einen Umweg nehmen. Also das Scannen, das ging jetzt auch durch den Zaun. So, jetzt verschaffe ich mir erstmal einen Überblick. Wo ich dann hin muss. Okay. Das sind ein paar Radarschüsseln da oben. Extrahiere ein paar menschliche Gehirne, das ist das optionale Ziel. Aber dass das kein Speicherpunkt ist, dass man ja... Okay, wo muss ich jetzt hin? Ich muss natürlich durch das Sperrgebiet. Ach du Schreck, wie komme ich da hin? Ich muss jemanden alleine erwischen und dann wieder dem seine Gestalt annehmen. Das geht's nicht. Aber das hält halt nicht ewig. Das ist alles hinterm Zaun. Oh. Mann. Das, was der. Okay, da muss ich hin. Ach du Schande, wie soll denn es gehen? Wer röchelt denn da ständig rum? Sehen Sie mich, ne? Kann ich da irgendwie absen rum?
das sind Gegner. Ah, das sind Gegner. Was ist hier los? Es ist nicht der richtige Tag, um mit dem Majestic, da muss ich hin. Oh, ist schon eine coole Anlage. Überall Militär. Überall. Ach, du Schande. Und die sind zu zweit da. Wie soll ich mich in einen verwandeln, wenn die zu zweit sind? Ah, der ist zu weit weg. Shit. Aha. Du. Shit. Ein Außerirdischer! Huiuiui! Alien Shaming hier! So, genieß deinen Freiflug! Arschloch! Ja. Aber ich glaube, ich muss die Dinger da kaputt machen. Sag mir jetzt nicht, ich muss von vorne anfangen. Wenn da jetzt steht, scanne die... Die Majestic-Festung klingt nach dem Ort, an dem sie Krypto 136 festhalten. Ah, scanne Gedanken auf der Majestic-Festung. Yes. Okay, alles klar, Chef. Mit... Dieser Idiot General Hicks kann an nichts anderes denken als an seine Hassensammlung. Ah, verkleider außerirdischer Freund! Ich hab's! Die Lösung zu Fermats letzte Theorie! Es ist... Oh, warte, warte! Scheiße! Ich hatte es gerade eben doch noch! Die Party ist vorbei, Weltraumratte. Warum geht es nicht? Wow! Es heißt, wir könnten bald noch ein Band finden. Diese kleinen Vorurteile können gut. Ich habe es nicht. Du hast dich mit dem falschen Kopf in der Hilfe oder du wirst bewegt. Ja! Oh.
Es ist nicht leicht, ein Alien zu sein, vor allem nicht auf diesem Planeten. Warum können die mich so schnell töten? Das gibt's doch nicht. Das heißt, wir könnten bald noch ein weiteres Testobjekt haben. Hier in meinem Labor. Moment, Sie haben aber nichts von der DNS erfahren, die ich mir selber injiziere, oder? Dieser Klartu-Typ im Labor wird auch bessere Ergebnisse liefern, die wir brauchen. Ah, du Scheiße! Aus der Ferne! Was stand da? Sag mal, wie viel soll ich da? Das gibt's doch nicht! Ist es dein Ernst? Oh. Wie viele Soldaten sind denn auf der Station? Nee, oder? Die Majestic-Festung klingt nach dem Ordern, den sie Crypto 136 festhalten. Die Offiziere reißen mir immer den Hunger. Mist, Kerl. Das auch nur langläuft. Was ist denn mit Ja, wie ich schon sagte, ich bin zu doof für so ein Spiel. Da kommen massig weiß Gegner. Los, tanz! Nicht, da kommen massenweiß Gegner. Wie soll man das schaffen? Das ist unmöglich. Und die hebe Waffe, die sind ja... Ich verstehe das nicht. Ich hab
Städte auffallen, Korea wieder. Glaubst du, ich habe Angst vor dir? Oh, nee, 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 Also ich glaube, ich breche ab. Das ist vor allem, dass diese Speicherpunkte nicht an den... Diese an den Majestic-Festung klingt nach dem Ort an... Ja, halt dein Maul. Dass die nicht an den Speicherpunkt... wenn man schon was geschafft hat, dann einen Speicherpunkt macht. Und es kommen immer mehr Gegner. Hey, Weltraumratte, hier kommt dein Ende. Wie soll ich die scannen, wenn... Das Testobjekt im Labor ist in bemerkenswert gutem Zustand. Nur Darwin weiß, wie dieser dürre Hals das Gewicht des massiven Gehirns halten kann, ohne einzuknicken. Hey, hier ist mehr Papierkram, mehr Steuererklärung. Unser Klartu-Typ im Labor soll uns besser die Ergebnisse liefern, die wir brauchen. Geht schon mal los. Das ist... Nee. Kugel mit deinem Namen drauf. Oh. Ein Diese Majestic-Festung klingt nach dem Ort, an dem sie Crypto 136 festhalten. Ganz ein tolles neues Kampfflugzeug. Können die Leute in mir nicht kommen? Von euch, Kommunisten. Diese kleinen Furonkörnchen können für uns davonlaufen, aber sie werden sich nicht verstecken können. Ich muss ins Labor kriegen, bevor Silhouette mich da selbst reinsteckt. Mehr Papierkram, mehr Steuererklärung. Dieser kleine Verrückte im Labor produziert mehr... Das Testobjekt im Labor ist in bemerkenswert gutem Zustand. Nur da, wie zu schaffen. Ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Und ich breche jetzt auch ab. Ich habe jetzt keine Lust mehr.
Ja, ich... Ja, toll. Es macht keinen Spaß. Ja. So, das war Destroy All Humans. Ich bin zu doof für so ein Spiel. Ich bin zu doof. Wahrscheinlich wird Gollum zu schwer für mich. Ja, deswegen. Es hat mich gefreut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich werde das jetzt 1:1 einfach so hochladen. Und ja. Keep Supernova over and out.